Wohin ist der Besitzer verschwunden? Dieser verlassene Gutshof samt riesiger Villa ist seit vielen Jahren verlassen und befindet sich irgendwo in Frankreich. Hier lebte einst eine wohlhabende und einflussreiche Familie. Der Besitzer war Riesenautofan und kaufte mit seinem Geld unzählige Fahrzeuge. Diese vergammeln jetzt in den Scheunen und überall stehen verrostete alte Autos. Und der hier ist richtig alt. Wahnsinn. Oh, krass. Doch wohin war die Familie jetzt verschwunden und warum verkaufte man all diese Werte nicht? Das steht schon seit sehr, sehr vielen Jahren hier. Alles hier ist eingewachsen, zugewachsen und total faszinierend, wie da oben der Efeu so langsam hier reinwächst. Dann ist hier die Spüle, wo sogar noch ein bisschen Abwasch liegt. Wir kamen zu diesem verlassenen Gutshof zurück, um mehr über diese spannende Geschichte zu erfahren. Dies ist die Erkundung vom verlassenen Chateau Mango. Der ist sogar noch eingedeckt, als hätte man hier vor einer Stunde noch gesessen und sein Mittagessen gegessen. Moin Leute, mein Name ist PJ Adventure. Ich befinde mich hier in einem kleinen Maisfeld, weil wir genau dieses jetzt als erstes überqueren müssen, um zu einem Lost Place zu kommen, den wir gestern Abend eigentlich schon angucken wollten. Nur leider gab es da das Problem, dass der Nachbar ziemlich unfreundlich war, uns quasi angeschrien hat von weiter weg. Wir dann den Ort verlassen haben, dann kam ein anderer Bauer zu uns. Wir wollten eigentlich kochen, unser Schlaflager aufbauen. Hat uns auch noch angemeckert und jetzt ist hier an fast der gleichen Stelle eine Treibjagd. Ihr merkt schon, eine ziemlich schwierige Situation, um zu diesem wirklich krassen verlassenen Grundstück einer riesigen Villa zu kommen, wo sich sogar noch eine historische Autosammlung befinden soll. Wir probieren es jetzt einfach aus. Es kann ja eigentlich nie mehr passieren, als dass es scheitert. Also, viel Spaß mit diesem spannenden Video. Hier lang zu gehen ist ja alleine schon ein Problem, weil diese Treibjagd hier so nah dran ist. Ich weiß nicht, ob man später noch die Schüsse hören wird, aber ihr wisst schon, was ich meine. Oh doch, man hört's. Auf jeden Fall hört man schon einen Hund. Irgendwo da aus der Richtung. Die jagen hier halt auch mit Hunden. Und es kam immer wieder auch schon Schüsse. Als nächstes müssen wir die Straße entlang. Das ist auch nochmal circa ein Kilometer. Neben uns, auf der rechten Seite, hört man die ganze Zeit noch die Hunde. Das ist halt hier auch absolutes Niemandsland. Irgendwo da ganz vorne müssen wir hin, aber das dauert noch eine ganze Weile. Und die Sonne ballert schon wieder unermüdlich. Sollen heute wieder um die 30 Grad werden. Da hinten, da kommen die Geräusche her. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera hört. Es hört sich echt brutal an. Da sind auf jeden Fall bestimmt 5, 6, 7 Hunde. Und die gehen alle auf ein Tier, irgendwo da im Wald. Inzwischen haben wir schon Wiese und ein Feld überquert und laufen immer noch. Gefühlt mit die längste Strecke zu einem Lost Place zu Fuß. Die Treibjagd immer noch direkt hinter uns im Wald. So ein Riesengelände. Das sind richtige Ländereien hier wieder. Und ich glaube, dass hier drauf Kühe sind. Jetzt ist man hier auf einer Riesenwiese, die einfach aussieht wie eine Kuhweide. Ein Vogel da vorne macht schon Lärm. Wir gehen jetzt direkt Richtung Wald, weil dahinter müsste auch irgendwo das richtige Gelände liegen von der Villa. Wir sind jetzt in dem Waldstück und hier befindet sich einfach auch noch ein Teich. Und da liegt sogar ganz hinten ein altes Boot. Was eine Tortur zu diesem Gelände bisher. Boah, ich bin völlig außer Atem. Und jetzt scheinen wir so langsam an dem Gelände anzukommen, wo sich die Häuser befinden. Denn hier taucht irgendwie ein zugewachsenes, aber völlig zugewachsenes Gebäude auf. Und auch dahinter sind irgendwelche Dächer. Da vorne. Hey, guck dir mal das an, Harald.
Hier ist tatsächlich so ein Turm. Wie krass. Der scheint der Mittelpunkt von diesem Grundstück zu sein, auf der direkt gegenüberliegenden Seite zur Villa. Die befindet sich nämlich ganz da vorne. Und dazwischen, wie bei so einem Gutshof, liegen zwei große Scheunen. Alter, was ist das für ein Gelände? Hier scheint es offensichtlich noch ziemlich viele Fahrzeuge zu geben. Hier zum Beispiel ist so ein großer Bagger, eine richtige Schaufel hier dran und ein LKW. Sieht so ein bisschen aus wie Fahrzeuge von einem Bauunternehmen oder sowas. Das mag mal ein richtiger Kran oder so gewesen sein. Ich glaube aber, hier lebt ein richtiger Autosammler. Diese ganze Scheune ist voller Fahrzeuge. Klassischer Scheunenfund, würde ich sagen. So nennt man das doch immer, wenn man uralte Autos findet. Sie dann wieder ausgräbt. Das hier scheint ein alter Feuerwehrwagen zu sein, aber wirklich ein ganz alter. Das vor mir dürfte ein alter Renault sein. Die anderen kann ich nicht erkennen. Richtiger Ami-Schlitten auch da hinten. Und der hier ist richtig alt. Wahnsinn. Und auf der anderen Seite steht noch eine typische Ente. Oh, krass. Und diese alten Fahrzeuge. Das ist doch hier dieses typische Mafia-Fahrzeug. Ein Citroën, wie hieß er noch? Schreibt's mir in die Kommentare, ich komme gerade nicht drauf. Ist das geil? Ist das krass? Die sind alle so zugedeckt mit Vogelkot und Staub. Das ist ja völlig absurd. Der hat einfach alte Fahrzeuge gesammelt hier auf diesem riesigen Gutshof. Da hinten noch der Kleine, sieht krass aus. So langsam bekomme ich das Gefühl, dass sich die Mühen, auf dieses Gelände zu kommen, über die Mauer klettern. Gestern Abend der Streit mit dem Bauern hier. Dass sich das alles so langsam auszahlt. Denn diese Fahrzeugsammlung ist definitiv richtig historisch. Und die Fahrzeuge teilweise vielleicht 50, 60, 70.000 Euro in einem guten Zustand wert. Mit einigen wird der Gutshofbesitzer hier sogar gefahren sein. Da sind teilweise so schlossene Schwanstein-Aufkleber drauf und so. Wird er richtig große Runden gemacht haben. Der hat hier über Jahre extrem viele Oldtimer gesammelt und in seinen Scheunen geparkt. Platz genug war ja auf dem riesigen Gelände. Nur dann ist irgendwas passiert und seitdem verrotten die Fahrzeuge hier alle. Das sind unglaubliche Werte. Gerade für Autofans von euch da draußen ist das bestimmt ein trauriger Anblick. Aber dennoch auch schön zu sehen. Zumindest sind sie vom Regen und der Witterung noch in dieser Halle geschützt. Hier neben ist noch eine kleine Halle. Da war das Dach eingestürzt, da ist leider alles zusammengebrochen. Die Fahrzeuge wird man nicht retten können. Was ein krasser Fund bisher. Mal sehen, was wir hier noch so finden. Und ein Tor daneben, hier sind sogar jetzt richtige Glaswände, befindet sich ein weiterer Teil dieser Autosammlung. Schaut euch das an. Hier stehen drei alte Fiat 500. Hier war richtig so eine Glaswand drin, damit man sich die auch von außen anschauen konnte. Ich weiß nicht, ich glaube, dass diese ganz alten, das könnte die erste Generation sogar sein, einen richtigen Wert auch haben. Die haben sogar noch alte Kennzeichen. Vielleicht ist er mit denen dann sogar noch gefahren. Da ist noch einer. Ein schöner weißer. Und sogar der Motor hier ist noch drin. Das ist ja unglaublich. Sieht ein bisschen aus, als hätte er auch in diesen Hallen an den Fahrzeugen geschraubt. Platz genug war ja. Solch ein Fund machen wir wahrscheinlich nie wieder im Leben. Also, das ist wirklich was ganz Besonderes hier, auch dieses Video. Weil ein Gutshof samt einer verglasten Scheune mit alten Fahrzeugen, die wahrscheinlich sogar noch richtig wertvoll sind, das gibt's echt selten. Auch der Zustand von innen ist gar nicht so schlecht. Da ist noch das alte Vierzeichen, der Tacho und alte Ledersitze. Wie krass. Leute, ich musste mich einfach kurz hinters Steuer dieses Fahrzeug setzen. Hier sind überall Spinnweben drin, aber es ist einfach so ein cooles Fahrzeug. So klein, du kannst damit gefühlt auf der Stelle wenden. Das ist ja nicht mal mit einem Smart vergleichbar. Damit bist du halt in den italienischen, französischen Bergstraßen perfekt unterwegs gewesen. Egal welche Gasse, du kamst überall lang. Dazu hier drin diese alten Armaturen und noch dieser alte, muffige Geruch von dem Fahrzeug. Das ist mega cool. Von hier aus kann man halt auch schon sehr, sehr gut die alte Villa erkennen, die da hinten völlig zugewachsen zu sein scheint. Aber da gehen wir erst gleich hin. Erstmal gibt es hier nochmal so einen Rundbogen, verglast. Aber hier drin sind keine Autos, sondern wie so ein Dachboden so ein bisschen. Hier sind überall abgestellte alte Möbel. Das sind vor allem richtig historische, passend zu so einer alten Villa, wie sie da vorne ist. Holzgeschnitzte Eichenmöbel.
Da hinten steht noch eine Schreibmaschine von Singer, die auch immer sehr wertvoll ist. So ein kleines Holzmodellboot und alte Spiele, die auch an ganz alte Zeiten erinnern lassen. Also gehen wir jetzt auf die andere Seite und schauen mal, ob es da noch mehr Fahrzeuge gibt. Oh, die Wiese hier, auf der wir laufen, ist voller Blumen, auch völlig vertrocknet. Alles darum ist zugewachsen. Ist schon eine Wahnsinnsatmosphäre hier. Hier steht tatsächlich noch eine alte Holzkutsche, die bestimmt noch aus Zeiten kommt, als dieses Grundstück neu gebaut wurde. Vielleicht so um 1850, 1800 rum. Ein uraltes Teil, wo man damals bestimmt auch Korn vom Feld in die Scheunen gebracht hat zum Trocknen und so weiter. Und hier steht ein alter Traktor. Dadurch, dass der so zerpflückt wurde und einige Teile abmontiert sind, kann man nicht mal mehr erkennen, welcher das ist. Vielleicht so ein Lanz Bulldog oder sowas? Und dann ist es nochmal krass. Noch eine alte Kutsche und dieser alte Oldtimer. Ist das zu glauben? Das Ding ist ja wirklich was aus den, ja weiß ich nicht, Ende der 40er, 50er Jahre. Diese ganz alten Halogenlichter vorne dran. Ich kann mir irgendwie bei diesem Fahrzeug gerade besonders gut die Hupe vorstellen. Ihr wisst bestimmt genau, was ich für einen Sound meine. Und hier vorne ist die Kurbel, womit man den Motor angekurbelt hat. So alt ist dieses Fahrzeug. Das war auf jeden Fall ein Cabrio mit Holzlenkrad. Hier an der Seite ist noch ein Ersatzrad. Ich würde noch nicht mal unbedingt sagen, dass das hier ein Sammlerstück ist, sondern dass der vielleicht hier schon steht, seit es diesen Hof gibt und der einfach nie wieder benutzt wurde. Das ist ein Wahnsinnsfahrzeug. Der Tacho geht sogar bis 130. Der konnte auch nie und nimmer 130 fahren. Dahinter ist noch ein älteres Fahrzeug, würde ich jetzt sagen. Naja, vielleicht auch aus einer ähnlichen Zeit. Auch den fuhr man als Cabrio, obwohl man hier hinten noch ein Verdeck hat, was man hochklappen konnte. Die Lenkung funktioniert sogar noch. Servolenkung und sowas gab es natürlich damals alles noch nicht. Das ist wirklich richtig krass. Und das wird auch einen ordentlichen Museumswert haben, auch wenn es die wenigsten Leute kaufen würden. Aber alleine zeitgeschichtlich, was die Automobilgeschichte angeht, ist das einfach richtig cool. Die Frage, was hier passiert ist, drängt sich mir immer mehr auf. Irgendein Erben muss es doch gegeben haben. Und selbst wenn es eine Erbengemeinschaft gegangen ist, die Werte hier vergammeln ja einfach. Dass die hier so lange stehen und der Witterung ja trotzdem hier ein Dach drauf ist, irgendwo ausgeliefert sind, macht sie auf gar keinen Fall besser. Die sind jetzt schon in keinem so guten Zustand. Und von Jahr zu Jahr, gerade im Winter, verschlimmert sich dieser natürlich enorm. Was ein Dornröschenschlaf hier, in dem sich dieser alte Gutshof befindet. Und nun, Leute, geht's tatsächlich zum alten Gutshaus da vorne. Hier ist noch so eine Mauer mit zwei Laternen. Eine riesen Freifläche. Einfach nur Wiese gewesen wahrscheinlich damals. Und dann ist da das alte Gutshaus. Ist halt eine richtige Landvilla. 2 bis 4 Etagen, Keller und Dachboden eingeschlossen. Und die schauen wir uns jetzt an. Die Villa ist unglaublich zugewachsen. Umso näher man drankommt, umso eher fällt einem auf, wie zugewachsen dieses Haus wirklich ist. Hier gibt es ja kaum einen Durchkommen. Wir müssen erst mal schauen, wie wir überhaupt da rankommen. Ich glaube, ich habe so eine Art Pfad gefunden, der uns hier durch diesen Dschungel direkt zur Eingangstreppe führt. Und tatsächlich, hier scheint es reinzugehen. Ich habe gerade da vorne noch einen alten Lieferwagen gesehen, der schön versteckt unter einer alten Kastanie steht. Aber jetzt lässt uns keine Zeit verlieren und uns in der Villa umsehen. Als erstes steht man in einem Eingangsbereich mit geschwungenen Rundbögen und solchen Rosen an der Decke. Das ganze Haus hier ist in so einem Gelb-Orange gestrichen. Von dort kommt man direkt durch so einen großen Bogen in eine Art Esszimmer, würde ich sagen. Das Licht bricht da vorne etwas durch. Hier steht ein großer Tisch aus Holz. Eine extrem besondere Decke mit auch so einer Art Blumenverzierung. Ich lasse die Taschenlampe hier mal ganz bewusst weg, damit ihr diese Atmosphäre hier auch verstehen könnt. Hier ist es nämlich echt düster. Die Fensterläden sind zu, bis auf der einen Seite. Hier steht noch so ein altes Blumengedeck und fein säuberliche Weingläser sind hier aufgereiht. Aber der wichtigste Teil in dem Raum ist definitiv diese Tafel hier mit Platz für 6 Personen. Wahrscheinlich auch 8 hätten da Platz.
Der Blick nach draußen, aber da sieht man halt wirklich nichts. Ist alles zugewachsen. Theoretisch kann man hier sogar die Tür öffnen. Die steht auch einfach offen. Von hier aus hat man nochmal eine Sicht von der anderen Seite aufs Haus. Dann ging es hier noch eine Tür weiter. Boah, das ist hier eine Farbgebung in dem Raum. Alter, eine große Sofaecke. Auch hier, dadurch, dass die Fensterläden geschlossen sind, wirkt wahrscheinlich diese Farbe ja auch so seltsam. Aber der Raum ist halt auch einfach krass gestrichen. Verschiedenste Sofas, ein kleiner Marmor-Wohnzimmertisch und ein runder Teppich. Und dann ist da dieser Kamin, der ein warmes Feuer abgegeben hat, wenn man hier abends sitzen wollte. Schon gemütlich hier. Und eine ganze Menge Klatschzeitschriften gibt's hier. Da ist natürlich interessant, von wann die sind. Hier, 3. März 2012. 28. Januar 2012. Vielleicht das Jahr, als das Haus hier endgültig verlassen wurde. Das ganze Haus ist so gestaltet, dass man entspannt von einer Seite zur anderen gehen konnte. Immer wieder mit so Flügeltüren. Und jetzt bin ich angelangt im zweiten, wahrscheinlich richtigen Esszimmer, welches nicht nur für Gäste war, sondern auch fürs allgemeine Frühstück und so weiter. Dieser Raum hat Fliesen und wirkt richtig edel. Dieser Raum wirkt absolut luxuriös. Mit diesen geschwungenen Tischfüßen, dem kleinen Kronleuchter da an der Decke, wieder zwei Fenster, 6 gestreifte Stühle, die perfekt zusammenpassen. Und der Raum hier ist in Rot gestrichen. Und das Ding hier habe ich auch schon oft gesehen. Das sind Gänseflügel, die man damals genutzt hat, um Dinge wegzuputzen und so weiter. Das gibt's tatsächlich in ganz vielen alten Häusern und am Anfang wusste ich nicht, was das sein soll, weil das so brutal aussieht. Aber das hat man früher tatsächlich zum Fegen und so weiter, also zum Staubfäudeln genutzt. Hier der große Kamin mit dem Spiegel. Und dann steht hier noch ein edles Getränk. Ein Portwein. Branco White. Kein Plan, ob das ein edler Tropfen war. Sieht auf jeden Fall gut aus. Am Fenster nach draußen fällt mir hier noch was anderes auf. Dahinter steht tatsächlich noch so ein altes Auto. Und darin befestigt, das sieht man jetzt sehr schlecht, da oben so ein bisschen, ist tatsächlich ein Baugerüst. Hier kann man das ein bisschen erkennen. Das heißt, hier wurde zuletzt ordentlich renoviert an dem Haus. Dann macht jetzt auch der Lieferwagen und der Kran da hinten in der Halle Sinn. Vielleicht hat hier tatsächlich ein Bauunternehmer gewohnt, der sein eigenes Haus nach und nach renoviert hat. Er hat diesen Gutshof hier übernommen oder geerbt oder wie auch immer. Und dann ist irgendwann was passiert. Vielleicht ist tatsächlich das Geld ausgeblieben. Vielleicht hat er sich bei der Arbeit verletzt, konnte dann nicht weitermachen und musste deswegen das Projekt aufgeben. Auf jeden Fall hat sich nie wieder jemand anders gefunden, der weitergemacht hat. Denn dieses Fahrzeug, das Baugerüst und so weiter, das steht schon seit sehr, sehr vielen Jahren hier. Alles hier ist eingewachsen, zugewachsen. Man käme da nur noch dran mit ordentlichen Sägen und richtigen Forstwerkzeugen. Irgendwie kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das seit 2012 so krass zuwächst. Daneben ist eine Küche. Was für eine Küche! Auch wieder ganz spezielle Ausstattung. Fliesen, ganz seltsam. Hier solche karierten gelb-roten Fliesen. Und total faszinierend, wie da oben der Efeu so langsam hier reinwächst. Und irgendwann vielleicht dieses ganze Zimmer bedecken wird. Und dann ist hier die Spüle, wo sogar noch ein bisschen Abwasch liegt. Die Abwaschbürste. Und auch hier an der Seite hat man sich noch ein bisschen was abgewaschen am Ende. Ich bin mir sicher, wenn ich das hier aufmache, ja, das ist alles noch einsortiert. Auch die Gewürze, alles noch in der Küche. Hier gibt es noch einen Esstisch, den hat man also zuletzt genutzt. Wozu die zwei anderen Riesentische waren, kann ich dann auch nicht sagen, vielleicht für Besuch. Aber hier hat man ja normal gefrühstückt, der ist sogar noch eingedeckt, als hätte man hier vor einer Stunde noch gesessen und sein Mittagessen gegessen. Ist das hier so eine Nusscreme oder irgendeine Soße? Ne, ich glaube, das ist eine Bratensoße, eine fertige. Und auf dem Tisch liegt tatsächlich noch eine aktuelle Tageszeitung 2014. Also wenn hier tatsächlich noch diese Zeitung von 2014 ist, dann ist der Zustand des Gebäudes außen drum aber schon sehr fragwürdig. Klar, das sind auch fast 10 Jahre, aber können Brombeerbüsche so krass ein Haus verdecken? Das würde tatsächlich bedeuten,
dass dieses Haus seit 2014 unbewohnt ist und man genau zu dem Zeitpunkt die Renovierungsarbeiten abgebrochen hat. Jetzt sind wir zurück in diesem gelben Eingangsbereich. Hier gibt es jetzt eine geschwungene Treppe nach oben. Boah, was ein mächtiger Aufgang. Wie so ein Mini-Schlösschen. Von der Treppe aus hat man direkt einen Blick nach draußen. Da zu den Türmchen. Da begann unser Video vor einigen Stunden. Jetzt sind wir wirklich schon ganz schön lange hier. Ansonsten ist dieser Raum, naja, bis auf dieses kleine Schränkchen, leer. Dafür gibt's hier dann wieder so einen, ja, was ist das eigentlich? Ein Kaminzimmer mit Sitzmöglichkeiten. Es gibt hier dann noch einen Flur. Und von dem Flur kommt man in ein großes Schlafzimmer. Das wird auf jeden Fall das Hauptschlafzimmer gewesen sein. Hier konnte man Fernsehen gucken. Und wenn draußen was war, konnte man mit dieser seltsamen, uralten Taschenlampe rausgehen und gucken, was draußen auf dem Hof los ist. Denn von hier aus hatte man über zwei große Fenster einen Ausblick, ja, auf den Hof. Hier sind auch noch so eingelassene Schränke. Da sind tatsächlich auch noch Kleidungsstücke drin. Hier ist noch so ein kleiner Schminktisch. Dann ging es hier noch, ah, natürlich, in ein Badezimmer. Hier ist eine Badewanne, eine Toilette und ein Waschbecken. Ein Riesenspiegel. Die Fliesen und so weiter, sieht alles sehr, sehr passend aus für so ein Gebäude. Also sehr edel irgendwie. Und auch hier wieder ein schönes, großes Fenster mit Blick auf die Wiese und den Turm. Dieses Haus ist schon verdammt alt und interessant. Und wisst ihr, was mir gerade noch aufgefallen ist? Bei einem Blick aus einem Fenster ist mir aufgefallen, dass direkt hier neben noch ein alter Gutshof zu sein scheint. Der ist, glaube ich, bewohnt. Ich kann es von hier aus nicht sehen, aber ich schätze es mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass auch der verlassen ist. Aber da fällt so ein bisschen auf. Wir sind ja hier in Frankreich und jetzt schon auch einige Tage. Frankreich ist bekannt dafür, zig, zehntausende Schlösser zu haben. Und Frankreich wirkt für mich immer viel älter als Deutschland. Hier ist noch so viel, was einen ans Mittelalter und an die Zeit, als noch Kutschen gefahren sind, erinnert. Nicht weit von hier, vielleicht einen Kilometer weiter, steht der nächste Gutshof auch schon wieder. Oder ein Chateau. Es ist eine unfassbar schöne Landschaft hier. Und dass so ein Geisterhof dann hier seit so vielen Jahren brach liegt, ist eigentlich echt verdammt schade. Zu guter allerletzt auf der anderen Seite des Flurs habe ich von weitem hier noch so eine... Ah, Moment, das hätten wir fast vergessen. Hier gibt es tatsächlich noch ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten. Hier riecht so ein bisschen nach Parfum und dieser Raum ist tatsächlich schon vollständig renoviert. Und hier stehen zwei Betten, die echt komplett gemacht sind, ne? Mit Kissen, mit Decken, mit allem. Passend wieder zu diesem Raum. Hier gibt es auch ein fast fertiges Badezimmer. Irgendwie ist die Dusche hier noch nicht richtig eingebaut. Aber es riecht hier irgendwie trotzdem schon nach Parfum oder so. Das, was ich euch eigentlich zeigen wollte, war der Aufgang in den alten Dachboden. Hier oben wirkt es alles ein bisschen wie von ganz früher. Noch völlig unrenoviert sind das hier einfach ganz alte Dachbodenräume. Lange, schmale Gänge. Und hier ist eigentlich überall nicht viel mehr drin als so ein paar alte Türen und Bretter. Aber man hätte und man hat bestimmt auch damals in diesen Räumen wohnen können. Schaut mal, das ist ein schöner großer Raum, sogar mit einem Kamin. Nur sind hier halt auch die Fensterläden wieder zu, wodurch man nicht viel sieht. Hier oben ist es verdammt düster. Hier oben ist es verdammt düster. Aber auch leider echt nichts mehr drin. Die Bausubstanz vom Dach ist aber richtig gut. Also... das Dach muss irgendwann auch um 2010 oder so mal neu gemacht worden sein. Weil hier ist gar nichts kaputt oder so. Also Leute, an dieser Stelle soll es das mit diesem Video gewesen sein. Was ein unfassbarer Start ins Video. Ich bin so froh, dass wir das hier filmen konnten, weil wir halt einfach schon geahnt haben, dass sich das hier lohnen wird. Die ganze Tortur, die wir am Anfang erlebt haben, hat sich ausgezahlt. Ein wunderschönes altes Haus mit der wertvollen Autosammlung draußen in den Scheunen. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie ungesehen vom Gelände runterkommen. Hoffentlich kommt nicht nochmal der Nachbar und meckert uns voll. Und auch kein Landwirt, der sagt, wir stehen falsch. Vielleicht ist unser Auto auch schon wieder weg, weil es irgendwie mit einem
Gabelstapler weggefahren wurde, weil die genau dahin mussten oder so. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr denkt, was hier passiert ist. Wieso lässt man so eine wertvolle Autosammlung einfach zurück? Und vor allem, warum bricht man eine Renovierung ab? Habt ihr das vielleicht auch schon gemacht? Eine Renovierung abgebrochen, weil das Geld ausgegangen ist? Schreibt das gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute. Bleibt frauengesund, lebt euer Abenteuer. Euer PJ Adventure.